Dieser Mann kümmert sich um die Sorgen und Nöte derer, die weggesperrt werden müssen. Mario Kunz ist katholischer Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Wer hierher kommt, büßt seine Freiheit ein. Langweilig wird den Häftlingen aber nicht, die Strafgefangenen sind zur Arbeit verpflichtet. Trotzdem fehlt den Gefangenen oft eine Vertrauensperson. Das ist für viele wichtig, um nochmal damit fertig zu werden, weil es bereuen ja auch etliche, was sie getan haben. Die wollen sich überhaupt mal aussprechen, überhaupt jemand zum Sprechen haben. Die wollen ihre Sorgen teilen mit jemandem, der ihnen zuhört, der für sie da ist, der verschwiegen ist und der einfach da ist für sie. Und dann geht es um Familie zum Beispiel, um Freunde, um die man sich Sorgen macht. Es geht um die Zukunft nach der Haftentlassung. Es geht um Perspektiven, um alltägliche Sorgen, um ganz viel. Die Themen, um die es geht, sind so vielfältig wie das Leben. Als katholischer Seelsorger kann er den Gefangenen aber auch religiösen Beistand geben. Also Religion ist für viele doch etwas, das Kraft gibt, auch in der Haftsituation. Und wir bieten das an natürlich. Nicht alle Gespräche gehen um Religion, aber wer das möchte, soll da Unterstützung haben, kann ein Gebet bekommen oder eine Bibel zum Lesen zum Beispiel. Bibeln haben wir ja auch in vielen Sprachen, ist auch gut, ja. Oder Rosenkränze, kleine Kreuze zum Festhalten zum Beispiel. Rosenkränze verteilen wir sehr viele, auch kleine Kreuze, ja. Halt geben und vertrauen, wo das normale Leben ausgesperrt ist. Knast bedeutet vorerst oft Endstation. Dazu kommt, dass Corona auch vor Gefängnisgittern nicht Halt macht. Wo das Leben hinter Mauern stattfindet, wird es jetzt noch schwieriger. Also die Einschränkungen sind halt nochmal viel mehr als vorher waren. Ja. Besuch nur noch reduziert und für nächste Angehörige keine Möglichkeit draußen zu arbeiten oder Ausbildung zu machen. Dann die ganzen Gruppen, was Ehrenamtliche angeboten haben, funktioniert nicht mehr. Beratungen, Partnerberatung zum Beispiel, auch nicht mehr möglich. Also schon viele Dinge, die einfach nicht mehr gehen, Entlassungsvorbereitung eingeschränkt. Seelsorge heißt Orientierung bieten, wo die Zukunft oft nicht absehbar ist. Männer wie Mario Kunz sorgen dafür, dass Straftäter den Weg zurück in die Gesellschaft finden können.